Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Heute zum Webinar mit Michael Burgstaller, dem, ja, ich sag mal, Atas-Experten, ja, wenn es um die Dachregion geht. Heute mal zum Thema Market und Volume Profile. Ich bin gespannt, was der Michael mitgebracht hat. Gerade schon so einen leichten Teaser bekommen. Es wird ein bisschen gezeichnet heute auch. Ja, von daher bin ich sehr gespannt und ich hoffe, Sie natürlich auch. Aber bevor ich hier, ich sag mal, das Zepter an den Michael übergebe, einmal vorweg, Sie kennen es alle, das Webinar dient natürlich wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Völlig egal, was der Michael zeigt, erklärt, analysiert, testweise handeln sollte. Das ist alles keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Schlussendlich müssen Sie Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ganz wichtig vorweg zu sagen. Ja, das ist eigentlich das Organisatorische vorweg. Und dann will ich gar nicht so viel Zeit klauen. Der Michael hat so viel Input in den Webinaren, dass er so schnell redet, dass manch einer manchmal gar nicht richtig mitkommt. Na, aber dafür packen wir das Ganze auf YouTube im Nachhinein, damit man es dann sich nochmal angucken kann. Das sieht schon mal gut aus, Michael. Ja, grüß euch. Schönen Abend. Ich hoffe, der Kaffee ist warm. Und wir sind heute ein bisschen aufnahmefähig. Es wird heute ein wenig zach, würde ich sagen. Wir machen heute ein bisschen Auction Market Theory. Ja. Also da wird die Frage beantwortet, warum Profile und das Volumenprofil funktioniert, beziehungsweise wieso man das für die Analyse hernehmen kann. Wir schauen uns grundlegend an, das ist vor allem auch für die Neuen, warum und wie das funktioniert und wie Märkte im Allgemeinen funktionieren. Ja, wir haben immer wieder, wenn man so YouTube-Videos schaut, es wird immer wieder von Kontext unter Beachtung des Kontext und dieser Kontext und jener Kontext. Es wird immer über diesen Kontext gesprochen. Und meistens meinen die Referenten eben, wie sich der Markt im Moment verhält. Ja, der Standard-Trader kann oder der Neuling kann mit dieser Information eben absolut noch nichts anfangen. Und mein Ziel des heutigen Kurzvortrags ist einfach, den uninformierten Neuling oder Trader irgendwo dahin zu heben, dass er versteht, wie der Markt in etwa funktioniert. Ja, ganz verstehen werden wir es alle nie, ja, weil wir alle sind Menschen und der Markt ist absolut irrational in einer Art und Weise. Ja. Wir schauen mal, dass wir verstehen, was der Markt macht, ja, und wo er unter Umständen auch hingehen wird oder wo er hergekommen ist, das wissen wir, oder ob er da wieder zurückläuft. Diese Sachen werden wir uns anschauen. Also das ist der Teil der Auction Market Theory. Ja, das ist das Warum Profile und warum das mit dem Volumen funktioniert. Ja, und die Marktdynamik, wie diese Tools funktionieren. Und wenn wir hinten auch noch ein bisschen Zeit haben, dann schauen wir uns ein paar Charts auch noch an. Ja, dann würde ich gleich mal starten. Ich werde am Anfang ein bisschen sprechen und dann was zeichnen. Ich hoffe, dass mit dem Zeichnen funktioniert, weil ich heute mein neues Pad hier verbunden habe mit dem Webinar. Also ich hoffe, das haut alles hin, sonst muss ich mit der Maus zeichnen. Das ist dann in etwa so schön, wie wenn meine Tochter zeichnet. Also schauen wir, ob wir das hinkriegen. So, die meisten von euch, die starten grundsätzlich falsch in das ganze Thema Börse rein, wenn sie frisch dazukommen. Ja, weil die erste Frage ist immer, wo kann ich jetzt Buy oder Sell drücken, wo kann ich was kaufen dann oder verkaufen. Dann wird gern gelernt, am Anfang gleich die technische Analyse. Ja, oder Sie suchen mit irgendeinem Setup den heiligen Gral, irgendwelche Wunderindikatoren, Moving Averages und so weiter und so fort. Das ist von Anfang an nicht die Antwort, wenn man da frisch zu der ganzen Materie kommt. Ja, wenn man dann aber weiß, wie ein Markt funktioniert, dann kann man sich natürlich verschiedene Tools, Indikatoren, aber auch Moving Averages, die Klassiker, die kann man sich dann alle zu Hilfe ziehen, um dann die Entscheidungen treffen zu können. Ja, also wenn ihr versteht, wie die Märkte funktionieren, ja, dann sind Strategien, Indikatoren und technische Analyse, das ist alles schön und gut, aber ihr müsst erst wissen, wie funktioniert das Ganze in etwa. Ja, also das Problem liegt, wenn man zu einem Chart geht, Indikatoren hat und absolut keine Struktur vorfindet, außer Kerzen, die sich eben irgendwo hinbewegen. Ja. Ganz wichtig ist auch zu verstehen, dass die meiste Zeit an den Märkten eben keine Möglichkeit da ist, Geld zu verdienen. Ja. Was wir versuchen und suchen, und da sind wir ja alle da, wir versuchen eben Spots oder Möglichkeiten am Markt zu finden, wo man reagiert.
Ja, das wird so also ein bisschen, ich arbeite da gerne ein bisschen mit Wortbildern. Das ist irgendwie ein bisschen wie mit einem Löwen in Afrika. Ja, der Löwe in Afrika, der geht auf die Jagd und hat vier oder fünf, ich weiß nicht, ob ich schon mal so eine Dokumentation gesehen habe, so vier, fünf, er hat vier, fünf Chancen, jetzt so ein Gnu zu erlegen, weil wenn er es zu oft macht, dann hat er keine Kraft mehr, dann muss er auf den nächsten Tag warten, dass er wieder auf die Jagd gehen kann. Und irgendwie so solltet ihr in das Mindset reinkommen, ihr schaut's und nutzt die guten Chancen. Und ihr werdet wahrscheinlich selber schon draufkommen sein, wenn ihr vom Rechner sitzt und kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen, das ist nicht dienlich, ja. Dann jagt man zwar die ganze Zeit, aber eben nicht an diesen Spots, die was halt eher die Möglichkeit haben, dass ihr mit einem guten Geschäft vom Tisch geht. Ja. Also wir brauchen grundsätzlich zwei Antworten für die ganze Geschichte. Wo traden wir? Wo gehen wir in den Michael, Markt? Ja. ich will nur kurz unterbrechen. Es ist schon noch richtig, dass man nichts sieht, ne? Ja, das ist derweil Okay. noch richtig. Weil Ja, es kommen die ersten Leute im ich Chat fang schon gleich an. rein. Ich komme gleich zum Zeichnen. Ja. Also das ist so ein bisschen das Intro. Ja. Ja, Also wir alles brauchen klar. zwei Antworten. Ja. Wo traden wir? Das sagt uns das Profil. Ja. Also der Marktkontext. Und wann traden wir? Das ist dann die andere Sache mit Footprint Charts, Strategien, Setups, Tape, Heatmap. Das ist dann das Wann. Ja. Aber man muss zumindest einmal wissen, wo. Und die Auction Market Theory ist eben die Theorie, warum das funktioniert. Ja. Gut, dann schauen wir mal, ob das funktioniert, rein technisch. Lass mal gucken. Kleinen Moment. So, funktioniert das? Schaut gut aus, oder? Seht ihr das? Das Das sieht gut heißt, aus. Das sieht gut. Das sieht gut aus. Okay. Also, ob jetzt Finanzmärkte wie Crude Oil, S&P 500, Nasdaq, Aktien, das ist wie jeder andere Markt auch. Das ist wie ein Immobilienmarkt, wie ein Automarkt. Es gibt Lagerbestände, es gibt Vorräte, es gibt Angebot, Nachfrage, Käufer, Verkäufer. Das ist alles dasselbe. Ja. Und das ist halt wichtig zu verstehen. Das ist nichts anderes, als wie wenn ich online was versteigere oder wenn Sie zu Hause was versteigern. Das sind dieselben Emotionen, dieselben Motivationen für das Ganze. Und das Grundgesetz vom Kaufen, Verkaufen, Angebot, Nachfrage ist überall dasselbe. Überall gleich. Ja. Und wir beschäftigen uns deswegen mit Profilen und Volumenprofilen, damit wir das, was da vonstatten geht, Kaufen, Verkaufen, und innere Werte, Wert eines Assets, damit wir das im Prinzip visuell darstellen können. Und dann fangen wir gleich einmal an, was ein Profil ist für die ganz Neuen. Ich werde das ganz kurz aufzeichnen. Ein Profil ist im Prinzip, wir haben eine Achse, wir haben hier Preise, ich sage mal 20, 19, 18, 17, 16. Wir haben eine Preisachse, die ist meistens bei euch im Chart ganz rechts. Ja. Und dann haben wir um die 20 Dollar kauft einer, 19 Dollar kaufen 5, dann kaufen 10, dann kaufen 20 hier zum Beispiel. Ja, und unten kaufen dann 2, 1 und so weiter und so fort. Das ist quasi die Y-Achse von dem Ganzen. Und dann haben wir noch die X-Achse. Das ist im Prinzip im Profil dann, wo, wie viel, auf welchen Preis gekauft worden ist. Das heißt, wir haben hier im Prinzip dann das Profil. Wir haben bei 20 Dollar einen, wir haben bei 19 5, wir haben dann 10, dann haben wir 20, dann haben wir 2. Und so weiter und so fort. Das wird dann eben auf dieser Achse abgetragen. Und dann haben wir im Prinzip unser schönes Profil hier. Ja, mit dem High und mit dem Low von der ganzen Geschichte. Am Maximum, das ist der Preis, der POC, das ist im Profil der Punkt, wo das meiste Volumen gehandelt worden ist. Also, das ist im Prinzip hier die 20. Das ist das, was einmal ein Profil ist. Und das ist wichtig, dass man das einmal wissen von Anfang an. Ja.
Es repräsentiert uns die Daten, was am Chart los ist. Ja. Und da gibt es gravierende Unterschiede zu einem Market Profile und einem Volumen Profile. Ja. Das Volumen Profile setzt sich daraus zusammen, dass wir eben die Preisachse anschauen und wie viel Kontrakte oder Stücke oder whatever an welchem Preis gehandelt worden ist. Und das Market Profile geht auf Zeit. Sprich, das Market Profile trägt ab, wie lang sich ein Kurs wo bewegt hat. Ja, das ist ganz wichtig zu wissen. Und alles, was wir hier besprechen, ist aufs Market und aufs Volumenprofil anzuwenden. Es ist rein, ich sage mal persönlich, wie man das halt lieber hat. Ich stehe halt mehr aufs Volumen. Ja, aber es gibt genug Leute, die eben das Market Profile für solche Sachen verwenden. So. Und da braucht man noch eine Begrifflichkeiten, brauchen wir dazu auch noch. Ich mache da mal kurz die Zeichnung weg. Kleinen Moment. Die Begrifflichkeiten, die wir brauchen, ist eine Balance, eine Imbalance und die Volume. Also ich habe ja im vorigen Webinar, wo es um das Thema Scalping gegangen ist, ein wenig über Value gesprochen. Und da ist dann einiges an Feedback gekommen. Ja, ich möchte jetzt bitte mehr hören von dem Ganzen. Ja, wie das Ganze funktioniert. Also was ist Balance und was ist Imbalance? Ich zeichne das ganz kurz mal auf. Wenn der Kurs so läuft, haben wir Balance und logischerweise, wenn der Kurs einen Trend macht oder sich bewegt, haben wir Imbalance. Ja. Und zumeist ist es so, dass in solchen Phasen wie hier, wenn wir Balance bilden, das heißt, der Markt rennt seitwärts, wir haben Käufer, wir haben Verkäufer, alle sind zufrieden mit dem Wert des Assets im Moment, dann bilden wir eben im Profil eine Zone. Und das ist die Value-Zone. Und die Value-Zone hat eine Value-Area-High und eine Value-Area-Low. Und in der Mitte irgendwo, das ist jetzt ein perfektes Profil, haben wir den POC mit dem meisten Volumen. Das heißt, diese Value-Zone definiert uns zu dem Moment, wo wir eben den Chart anschauen, ja, definiert uns gerade, so viel ist jetzt der S&P 500 wert. Und so, und die Käufer und Verkäufer sind mit dem Preis einigermaßen zufrieden. Ja, das ist das Ganze, was wir uns hier anschauen. Dann haben wir das mit der Value-Area hoffentlich, das habe ich im vorigen Webinar schon gezeigt, hoffentlich alle so einigermaßen intus. Und ich möchte es noch für einige noch einfacher erklären, anhand meines Range Rovers. So, gut. Ich habe einen Range Rover. Ja, ich habe mir so einen Evo gekauft und dieser Evo hat, das ist jetzt ein Beispiel, ja, der hat 35.000 Euro kostet. Gut. Ich möchte euch was zeigen. Und dann gehen wir hier rauf auf 40, auf 45, auf 50 und hier runter auf 30, auf 25 und auf 20. Ich habe meinen Ewok gekauft um 35. Ja. Mein Nachbar hat auch einen gekauft, der hat auch einen gekauft. Dann gibt es, wenn der hat viel Geld, der hat sich einen um 45 gekauft. Und dann haben wir noch einen Autohaushändler, sein Sohn, der zahlt keine Gebühren, der kriegt einen besseren Preis, der zahlt die um 25. Und wenn wir diese ganzen Informationen abnehmen, haben wir hier im Prinzip ein Profil. Und wir wissen, und jeder von euch weiß das im täglichen Gebrauch, was die Value von einem bestimmten Objekt ist. Also wir wissen in dem Fall, Value Area, also der Evoque kostet im Schnitt 35.000, ja. Irgendein Wahnsinniger hat ihn um 45.000 gekauft und irgendeiner hat Glück gehabt, der hat ihn um 25 gekauft. Das heißt, ich weiß, so wie es ihr wisst, noch Recherche, wenn ich ein Auto kaufen will, am Markt werden diese zurzeit um 35.000 gehandelt. Ja. Was passiert, wenn ich meinen Evoque um 45.000 inseriere? Dann werde ich wahrscheinlich weniger Käufer haben, die Interesse zeigen, das Auto viel zu teuer zu kaufen. Ja. Und wenn ich mein Evoque um 25 inseriere in irgendeinem Online-Markt, dann werde ich ganz viele Käufer haben, die das kaufen möchten.
Das heißt, wir wissen einen inneren Wert von dem EWOG und daraus können wir jetzt natürlich sagen, okay, was ist teuer und was ist günstig? So, und das funktioniert bei allem. Wenn ihr einkaufen geht, ja, und ihr oder tanken, tanken ist ein ganz gutes Thema zurzeit. Ihr wisst ganz genau, heute ist teuer zu tanken, heute ist billig zu tanken. Das heißt, ihr wisst den inneren Wert eures Kraftstoffs. Und ihr solltet halt auch, und um das geht's, den Wert analysieren können des Assets, des ihr handelt. Sind wir gerade billig oder sind wir gerade teuer? Das betrifft den Automarkt, Immobilienmarkt, Kleinanzeigen. Sie machen komplett das Gleiche. Ja? Sie machen Research, sie schauen, was günstig ist und was teuer ist. Und das ist die Value dann, die Sie in Ihrem Kopf definieren, was für Sie zu teuer und was für Sie zu billig ist. Ja? Also, wenn Sie was günstiger kaufen können, machen Sie das natürlich. Ja? Sie werden nichts teurer kaufen. Und die meisten Trader machen halt den Fehler, die fangen an zu handeln und wissen halt nicht, wo der Wert liegt. Ja. Grundsätzlich ist es bei den Finanzmärkten vom Prinzip her komplett dasselbe. Es ist komplett dasselbe. Wir haben nur einen riesengroßen Unterschied, dass sich der Wert, also die Value, im Finanzinstrument viel schneller ändert, als wie zum Beispiel bei meinem Range Rover. Ja. Also es ist im Prinzip, ich zeichne das nochmal, ich habe meinen EWOG gekauft, dann ist der 5 Jahre alt, der Preis sinkt runter, meine EWOGs werden jetzt inseriert um einen billigeren Preis. Ja, dann ist der noch einmal 10 Jahre älter, dann fällt mein EWOG noch einmal im Preis und unter Umständen ist es irgendwann einmal ein Oldtimer und die werden höher gehandelt, dann steigt der Preis. Dann habe ich meine Value wieder da oben. Also es ist im Prinzip das komplett dasselbe, wie sich an den Finanzmärkten abspielt. Nur mal, wie gesagt, an den Finanzmärkten haben wir äußere Einflüsse. Das ist Politik, das sind News, das sind Zahlen, das sind, die gebraucht werden, Arbeitslosenzahlen. Das sind für Aktien zum Beispiel Umsätze, ja, Dividenden und so weiter und so fort. Und diese äußeren Einflüsse schauen, dass unsere Value von dem Instrument, das wir handeln, entweder nach oben geht, nach unten geht oder eben gleich bleibt. Das ist einmal ganz wichtig zu sehen, das Ganze. Das heißt, nehmen wir mal ein zweites Beispiel. Ich zeichne heute viel, aber ich hoffe, das bleibt interessant für euch. Wir haben hier einen Mercedes, der ist 500.000 wert. 500.000 wert. Dann sagt Mercedes, dieser Mercedes ist jetzt da, der wird mit einem goldenen Lenkrad ausgeliefert. Dann geht der Preis vor diesem Mercedes hier rauf. Und dann haben die ein Audit. Das sollten Profile sein. So schön sind sie nicht. Dann haben wir ein Audit beim Mercedes und die sagen, ach, das mit dem goldenen Lenkrad, das war keine gute Idee. Und dann ist jetzt im Prinzip die Frage, wo geht denn der Preis hin, wenn die das goldene Lenkrad wieder wegnehmen? Wir werden wieder zu dem Preis, der sich etabliert hat, vorher zurückkehren. Das heißt, wir sind dann wieder in dieser Value Area, in diesem Wertbereich, wo der Mercedes vorher gehabt hat. Komplett gleich wie bei den Finanzmärkten. Komplett gleich. Ändern sich die Einflüsse, ändert sich der Preis. Und das ist das Einzige, was wir in Wirklichkeit messen können. Ja. Da braucht man kein Fundamentalanalyst sein, man braucht keine Crude Oil Inventories. Man schaut sich das an, wo die Values waren und wo wir hingehen mit dem Ganzen. Gut, dann gehen wir jetzt ein bisschen in die Technik. Ihr kennt es, ich mache kurz mal Atlas auf. Wir haben hier eine natürlich, das, was ich gezeichnet habe, sind ja traumhafte Profile. Sie sind zwar nicht schön gezeichnet, aber sie sind richtig schön. Wir haben im täglichen Handel natürlich das Problem, dass eine Distribution bzw. die Verteilung von Value und Volumen nie bilderbuchmäßig schön ist. Ja? Und wir haben ja gelernt, dass von der Mitte weg, wo der POC ist, wo das höchste Volumen ist, diese 70% eben diese Value Area ausmachen. Jetzt haben wir ein Problem. Diese Value Area ist ein mathematisch berechneter Wert. Ja, das heißt, diese 70% werden gerechnet, egal wie viel Volumen wo oder wie groß die Kerze ist. Jetzt haben wir natürlich das Phänomen, dass wir teilweise wunderbare Volumenzonen und Value Areas haben,
ja, die was auch hier richtig gut funktioniert haben. Und dann haben wir aber auch das Phänomen, dass es solche Kerzen gibt. Und hier wäre die Value Area High. Mit dieser Value Area High hier könnt ihr nichts anfangen. Das ist einmal, das ist Fakt. Ja, der rechnet von dieser ganzen Kerze, von dem ganzen Volumen, die Value Area High und Low raus. Und ihr habt dann durch das, dass wir hier wahrscheinlich News waren oder sonstiges, eine Megakerze mit unten Volumen. Und hier oben haben wir die Value Area High. Das heißt, runtergebrochen, ihr habt ein Profil. Ihr habt hier viel Volumen. Ihr habt hier viel Volumen. Und jede Software auf diesem Planeten wird ihr euch irgendwo die Value Area hier rechnen. Das ist falsch. Das ist nicht richtig und es lässt sich nicht ändern. Was richtig wäre, ist hier Value Area POC, hier Value Area POC. Und wenn ich hier diese Zone verlasse nach oben, ist hier meine nächste Station. Das ist ganz wichtig. Also nicht blind auf Value Area High und Low schauen, sondern auch drauf schauen, wie wird das Volumen, wie ist die Distribution. Ja? Also hier ist es natürlich traumhaft. Hier müssen wir auch schon aufpassen. Das sind Standardvolumenprofile. Ihr müsst trotzdem aufpassen. Ihr könnt nicht das ganze Zeug blind nehmen und dann für eure Einstiege nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Hier ist Value, eindeutig. Hier auch. Das ist nicht eindeutig. Und das, was wir heute gehabt haben, wegen den Zahlen auch nicht. Was tue ich hier mit meiner Value Area? Nix, gar nichts. Ja. Das heißt, ihr müsst schauen, wo wird Value gebildet. Und das zeigt euch das Profil relativ schön. Ganz, ganz wichtig, dass man das im Auge behält. Ja. Also eine schöne Distribution, ein schönes Profil soll so ausschauen. Ja. Oder so. Das ist schön. Und wenn es schön ist, funktionieren die Sachen auch besser, als wie wenn es so ist. Mit dem kann man nichts anfangen. Da kann man in Wirklichkeit nur diesen Bereich nehmen. Das ist für die Fische. Das zum Thema Aufpassen. Aufpassen, was das ganze Thema betrifft. Nur weil eine Software oder Atlas euch sagt, hier ist die Value Area Low oder High, weil das eben diese 70% Berechnung ist, heißt das nicht, dass das für euch der kickende Punkt ist, wo ihr rein müsst. Ja, da ist zum Aufpassen, unbedingt. Und wenn wir in so einer Distribution wie hier, ich mache den einfach groß, wir nehmen jetzt diese Volumenzone raus. Ja, und ich zeichne wieder schön. Dann haben wir es in Wirklichkeit. Wir haben hier das Volumen, die Volumenzone, Value Area. Ich mache das immer wunderbar schön. Wir haben hier Value Area High und Low. Und in der Mitte drin, da fährt der Kurs spazieren. Hier sind sich alle einig. Die Käufer, Verkäufer, hier wird gehandelt, in den Ask, in den Bid. Hier geht es dahin, hier geht es dahin. Dann kommt irgendein ein Einfluss von außen. Ja, und dann sind sich alle einig, das muss viel höher sein. Und wenn wir dann aus diesem Bereich ausbrechen, dann wird es für uns interessant. Ja? Der tänzelt da rum, macht vielleicht einen Fake-Ausbruch oben, Fake-Ausbruch unten. Dann gehen wir raus, machen wir vielleicht einen Retest und dann steigen wir. Und das sind doch die Zonen, die in eurem Interesse sein müssten. Das heißt, wenn wir hier und hier Profile haben und wir wissen, das Profil wird von oben, also nach oben verlassen und womöglich geht es wieder in diese etablierte Value, die wir schon gehabt haben. Dieser Bereich, der ist für euch interessant. Ja, der Bereich in der Value, wo der Markt choppy ist, wo auf und nieder geht, wo es keine direkte Seitwärtszonen in Wirklichkeit, ja, zum Großteil, die sind eher uninteressant. Gibt natürlich Strategien, die genau auf diese Zonen abzielen. Sich in dieser Zone zu bewegen und in diese Zone reinzuhandeln. Also was ich gesehen habe, ist es weit interessanter, aus diesen Zonen rauszuhandeln. Ja. Und um diese Zonen zu finden und um diese Zonen zu definieren, hat man halt eben diese Werkzeuge hier. Ja.
Das heißt, wir beantworten uns die Frage hier schon, wo wird es interessant für uns? Ja. Wo wird es interessant für uns? Und dann kann man sich in Wirklichkeit diese Zonen anschauen, wo der Markt Value gebildet hat. Und wenn wir wieder fallen, dann schauen wir mal, ob der Markt dort wieder hinläuft. Ganz einfach runtergebrochen jetzt. Ja, einfach ist an der Börse gar nichts. Aber grundsätzlich, dass wir das gesehen haben. Ich hoffe, das ist bis jetzt noch einigermaßen verständlich, was ich meine mit dem ganzen Thema Volumenprofil. Gibt natürlich, wenn wir dann in Bewegung sind mit dem Markt, ja, ich mache jetzt nur Theorie, wir schauen uns dann noch die Charts an. Wir haben hier ein Profil, wir haben hier ein Profil. Mit der Value, irgendwo da drin ist der Bock. Ich zeichne immer perfekte Profile. Und wir kommen von der Oberseite von einem anderen Profil. Kann man diese Retests nehmen? Wenn wir Profile verlassen, woanders hin, kann man auch diese Retests nehmen. Es ist halt zum Aufpassen. Es gibt einige Händler, die sind halt aggressiv, die warten keinen Retest ab. Die handeln im Prinzip nur den Ausbruch. Was mir eher negativ auffällt, weil wenn ich einen Retest handle, dann habe ich immer in etwa noch ein bisschen eine Sicht darauf, wo meine Stops liegen könnten. Ja, das habe ich beim direkten Ausbruch eher weniger. Also das ist eher eine aggressive Herangehensweise an das Ganze. Ich hoffe, das ist euch nicht zu viel Theorie, aber es muss einfach sein. Ja, also wir sehen mit dem Profil Wertebereiche. Wir finden diese Balance-Zonen im Prinzip, die Value-Zonen und schauen, wo sich der Kurs hinbewegt. Also ich mache das zumindest. Ob ihr das macht, weiß ich nicht. Und somit verstehen wir auch mit dem, was ich da gezeigt habe, mit dem Range Rover oder mit dem Immobilienmarkt oder sonstiges, wir verstehen auch, dass sich diese Wertebereiche verschieben können. Ja, und dieser Verschub eines Wertes vom S&P 500 zum Beispiel, der triggert eine Aufwärts- oder Abwärtsbewegung. Wenn sich nichts ändert am Asset und es gibt keine äußeren Einflüsse und jeder ist zufrieden, dass er bei 4000 steht, dann wird er bei 4000 stehen bleiben. Ja. Das heißt, wir brauchen im Prinzip immer äußere Einflüsse, die entweder Käufer oder Verkäufer triggern, die meinen, das Ding ist jetzt viel zu teuer oder das Ding ist jetzt viel zu günstig. Da muss ich jetzt kaufen oder es ist so teuer, da muss ich jetzt verkaufen. Es sind halt die äußeren Einflüsse. Und das ist im Prinzip das Auction Market Theory. Das ist im Prinzip nichts anderes als wie das, was wir jeden Tag in jedem Markt, im Supermarkt, bei der Tankstelle, im Gebrauchtwagenmarkt haben. Es ist überall das Gleiche. Und das war eigentlich das, was ich jetzt sagen wollte mit dem Ganzen. Und ich könnte euch noch ein paar Sachen aufzeichnen. Zum Beispiel Compression gibt es auch. Ja. Wir haben ein Profil. Und den Wertebereich des Profils, ja, und wir haben den Kurs, der macht genau das. Das ist Compression. Ich würde sagen, klassisch heißt das ein Wedge. Ja. Und was sehen wir hier? Dass hier im Prinzip aus diesem Wertebereich ein Druck nach oben entsteht, indem die Verkäufer immer weniger am Stand sind. Also es sind immer weniger Verkäufer, die Käufer machen immer mehr Druck. Man sieht es hier an der Aufwärtsbewegung. Und irgendwann kommt eben zum Ausbruch dieses Wertebereichs, Abmarsch zum entweder nächsten Wertebereich, ob da schon vorher einer war, oder eben weiter nach oben. Man sieht eben, dass die Käufer aggressiver werden und die Verkäufer immer weniger aggressiv sind bzw. den Rückzug haben vor der ganzen Geschichte. Das ist zum Beispiel auch sowas, was man sich anschauen kann. Gut, das war's von der Theorie. Ich hoffe, es ist mir nicht eingeschlafen zu Hause an den Schirmen. Gehen wir zurück in die Software. Ich habe euch da 3, 4 Charts hergerichtet, wo man das eben genau sieht. Was haben wir hier? Wir haben hier einen M30-Chart am Nasdaq.
Der Nasdaq ist dafür bekannt, dass er natürlich sehr viel Strecke macht. Ja. Daher muss man aufpassen, dass man diese Volumenzonen auch gut definieren und sehen kann. Und was haben wir hier? Gehen wir jede Kerze durch. Ganz einfach. Gehen wir jede Kerze durch. Wir haben hier im Prinzip eine Value Area, wo ich sagen würde, die ist in Ordnung. Ja. Hier haben wir die Hauptdistribution, hier haben wir das Ganze, was stattgefunden hat, das können wir einzeichnen. Ne? Und man sieht auch, dass dieser Wertebereich verhindert hat, dass der Kurs weiter nach oben geht, bis zu einem gewissen Zeitpunkt natürlich, weil irgendwann bricht alles. Ja. Hier haben wir natürlich ein gutes Beispiel dafür, dass der POC an sich selber auch zum Aufpassen ist. Nicht nur die Value Area ist zum Aufpassen, der POC ist genauso zum Aufpassen. Ja, vor allem, wenn das Profil so angelegt ist, dass wir eher gleichmäßige Volumen haben. Wenn hier 100 Kontrakte fehlen, dann wäre der Bock hier. Also muss man auch aufpassen, wo der Point of Control, das ist auch ein Wert, denn was man nicht 1000%ig für sicher nehmen kann, weil es einfach nicht möglich ist. Ja, aufpassen. Der ist eindeutig hier, der Bereich. Was ist hier der Bock? Was haben wir hier? Schauen wir rein. Die sind so nah beieinander. Welcher Preis ist hier der POC? Aufpassen. Also einfach schauen, wo ist der Wertebereich, wo wird viel Volumen gehandelt. Das ist einmal das Wichtigste für euch. Ja. Ganz, ganz wichtig. Und je nachdem, wie das Profil ausschaut, ist natürlich auch anders zu handeln, das Ganze. Ja. Also mit sowas kann ich nichts anfangen. Man schaut sich das dann sowieso morgen an, was war gestern das Profil, dann wissen wir schon natürlich, dass im oberen Bereich mehr gehandelt worden ist. Dann wissen wir natürlich schon, dass in dem Bereich auch mehr Interesse da war. Dann wissen wir schon, dass da wenig Interesse da war. Die Sachen wissen wir alle. Aber man soll sich nicht blind auf Angaben verlassen. In keiner Software. Unbedingt aufpassen. Die Herangehensweise, die ich gerne verwende, und die habe ich auch schon zweimal im Webinar hier gezeigt. Ich pfeife auf Value Areas und POC. Komplett. Ja, warum mache ich das? Weil ich mir ein Instrument raussuche, S&P 500, das Ding kenne ich einigermaßen, und dann zeichne ich mir nur mehr ein, wo eine gewisse Anzahl, eine hohe Anzahl an Kontrakten gedreht worden ist. In dem Fall sind es, glaube ich, kleinen Moment, Alpha-Version braucht ein bisschen. In dem Fall sind es 40.000 Kontrakte auf vier Preisen. Die möchte ich minimal sehen, dann wird was rot. Alles andere ist mir schnurzpiepegal. Und je nachdem, wie man halt arbeitet und welcher Markt das ist, kann man sich das anschauen. Das heißt, was ich mal mache, ich mache mir eine Eselsbrücke vor dem ganzen Value Area, POC und so. Ich schaue einfach, wo wird viel gedreht? Wo ist richtig viel über den Tisch gegangen? Und wie verhält sich dann der Kurs am nächsten Tag oder in der nächsten Kerze, wenn wir hier reinbrechen? Und es ist schon kein Zufall. Also der Kurs geht Richtung dieser vorher schon etablierten Value-Zone. Hier haben wir Wert gehabt. Das war ganz interessant für den S&P. Hier waren sich alle einig. Und umso näher, dass wir hier kommen, umso mehr rinnt das Interesse aus. Es gibt kein Interesse mehr. Naja, gut. Und das sind eben so Sachen, auf die man schauen kann. Dann weiß man, dass hier eine komplette Ablehnung ist, dass kein Volumen reinkommt, dass in der vorher etablierten Value-Zone, das interessiert keinen. Dann kann man hier schauen, mit welchem Setup, dass man hier im Prinzip Long sucht. Ausbruch, Retest, Long oder ein eigenes Setup. Es gibt ja genug Sachen, die lassen sich mit dem eben kombinieren. Aber so einfach ist es nicht jeden Tag wieder. Ja, man zeichnet sich auch alte Zonen ein, weil wir wissen ja nicht, ob der Kurs da runterkommt. Wissen wir nicht. Wir wissen gar nichts im Endeffekt. Wir wissen nur, wenn er dorthin kommt, können wir schauen, was passiert. Und dann haben wir das Phänomen auch. Und das ist genau das, was ich euch gesagt habe. Nicht versteifen auf einen POC oder auf eine Value Area. Ich muss nur schauen, habe ich mein Zeichenobjekt hier noch drin? Ja, hier habe ich es noch zum Anschauen. Das ist das Zeichenobjekt für Profile. Das heißt, ihr könnt hier mit der Maus im Prinzip über mehrere Kerzen oder einen Bereich fahren und der macht mir das Profil eben über mehrere Kerzen.
Und wenn ich sowas habe, dann kann ich das natürlich zusammennehmen. Ja, dann weiß ich ja, dass in dem Bereich extrem viel gehandelt worden ist. Hier auch noch einmal, dass das eine große Zone ist, wo sich der Markt einig ist, dass das für den Moment natürlich ohne äußere Einflüsse passt. Ja. Und wenn man die zwei Sachen zusammennehmen will, kann man dort von mir aus auch drüber zeichnen. Und dann hat man eben, wenn man möchte, seine Value Area und seinen Bock über beide Kerzen. Ja, das lässt sich frei verschieben. Da kann man so viel einzeichnen, wie man möchte. Das ist zum Beispiel was, wie man mit sowas umgehen kann hier. Ja. Jetzt machen wir ein Oldschool Market Replay. Wir sind hier, wir sehen das. Zone wird im Prinzip erstellt. Hier wird viel gedreht. Hier zeichne ich mir die zweite Zone ein. Dann kommt der nächste Tag, die nächste Stunde, der nächste Candle. Dann sehe ich genau den Bereich. Und nachdem wir hier ganze 9 Ticks dazwischen haben, nehmen wir den mit. Und was passiert hier? Hier wird zuerst runter gehandelt, ohne Interesse. Dann kommen wir eben in diesen Bereich zurück, in diesen Value-Bereich, in dem zusammengenommenen. Ja, machen einen Ausbruch. Und so kann man sich das anschauen. Und so kann man sich durchschauen, wo ist in etwa der Wertebereich von einem Asset im Moment. Ja. Und man soll sich auch nicht daran hindern, dass man diese Zonen ruhig einige Stunden oder in dem Fall sind es hier auch 12, 16, über 16 Stunden weiterzeichnet. Wir haben hier einen Value-Bereich gehabt, der Markt ist runtergegangen, ist genau zu diesem Value-Bereich gekommen und das hat nichts mit Bock oder mit Value Areas zu tun, das ist reines gedrehtes Volumen. Und hier das gleiche Phänomen, umso näher wir reinstechen in das Ganze, man sieht es schön, das Volumen rinnt aus. Dass der Markt natürlich ein, zwei, drei Ticks überschießen kann bei so einer Analysemethode, ist ganz klar. Ja. Das ist, wenn ich hier eine Kleinigkeit ändere, kleinen Moment bitte. Wenn ich hier eine Kleinigkeit ändere und ich sage jetzt, es sollten nicht 45.000, sondern es sollten 30.000 sein, zum Beispiel, dann ändert sich natürlich alles, was ich hier drinnen habe. Ja. Kein Moment. So. Machen wir aus diesen 30.000 35.000. Und man sieht schön, eben, es ist selber zum Abschätzen, was gut funktioniert und was nicht. Und das könnt ihr jederzeit machen, indem ihr Atlas öffnet und euch mit diesem Cluster Search Indikator spielt. An verschiedenen Assets. Und dann seht ihr im Prinzip, wo an hohem Volumen, ob der Markt an solchen Dingen reagiert. Es macht nicht, in jedem Markt geht es nicht. Ja. Funktioniert nicht. Aber man kann sich zumindest für die Märkte, die einen interessieren, kann man sich das anschauen. Ja, und diese Zonen reagieren dann für euch. Und dann habt ihr zumindest das Wo. Wo reagieren wir? Ihr dürft nicht vergessen, das sind 4 Stunden Kerzen. Die Kerze ist fertig, wenn die nächste Kerze kommt. Die ist fertig. Die öffnet, die geht hier rein, kein Interesse und geht runter. Das ist nichts, wo man jetzt sagen kann, ja, das ist im Nachhinein eingezeichnet. Ja, freilich ist im Nachhinein eingezeichnet fürs Webinar hier. Aber die Dinger werden gebildet in einer laufenden Kerze und man reagiert aber hier erst in der nächsten Kerze. Wie reagiert der Kurs hier? Sollte man sich anschauen. Gibt es Fragen zu dem Thema? Ist es euch zu langweilig? Keine Fragen. Doch, hier gibt es Fragen. Kein Moment. Danke, danke. Danke, danke. Keine Fragen, nur Lob, das gibt's nicht. Ah. Ah. Andreas, das sind Atlas-Charts. Hier in Wirklichkeit. Wenn ich hier rauszoome, bin ich im Candle-Modus. Von der ganzen Geschichte, was wir uns gerade angeschaut haben. Und wenn man in Atlas reinzoomt, kommt man in den Footprint-Modus. Und dieser Footprint-Modus lässt sich natürlich hier noch konfigurieren. Art und Weise, was ich dargestellt haben möchte, wie ich es dargestellt haben möchte. Ich kann hier Indikatoren drüber legen, die mir das eben ausrechnen, wenn ich eine gewisse Anzahl an Kontrakten sehen will für ein gewisses Asset.
dass ihr mir das auch markiert. Und eins muss auch dazu gesagt werden, umso genauer ihr euch das anschaut und euer Research macht diesbezüglich, welche Werte funktionieren, da gibt es keine, es gibt keine, gib mir bitte die perfekten Werte für den S&P 500. Das gibt es nicht. Warum gibt es das nicht? Weil man da immer mitschauen muss. Der S&P 500 dreht am Anfang des Kontrakts andere Zahlen als wir am Ende des Kontrakts. Der S&P 500 handelt im Sommer ganz wenig, viel weniger Volumen als jetzt nicht in der Sommerzeit. Vor Corona hatten wir, kleinen Moment, im Buch 5, 6, 7, 800 Stücke im Durchschnitt pro Preis. Was haben wir jetzt? Kleinen Moment. Jetzt schauen wir uns das an. Passt, passt, passt. Schauen wir live drauf. Was haben wir jetzt im Buch? Wir haben 72, 104, 154, 59. Das ist ein Witz. Ich weiß nicht, wer von euch vor Corona schon dabei war, aber das ist ein Witz. Da ist kein Volumen da, ja, im Orderbuch. Und das ist auch der Grund, warum sich der Herr auch so wild bewegen kann. Ja, weil man hier mit relativ wenig Stücken den Markt bewegt. Und da reden wir jetzt nicht von Retailer wie uns, die was mit 1, 2, 3, 4, vielleicht 5 Kontrakten handeln. Ja, da gibt es schon ganz andere Kapazunder. Und da ist nichts los. Und das ist der Grund, warum wir solche Bewegungen im S&P 500 sehen. Und die Einstellungen, die ich hier gehabt habe, vor Corona zum Beispiel oder vor 2 Monaten, die können heute auch gar nicht mehr passen. Das heißt, man holt sich diese Indikatoren rein und man schaut, was man bekommt. Man kriegt das Sinn dargestellt. Und dann geht man zurück und schaut, passt das, funktioniert das, sind das die Volumenbereiche, die relativ sofort, und so kann man sich das an. Ja. Hab da noch was gehabt für euch? Daily Chart, S&P 500. Die POCs eingezeichnet. Hier ist da der Bock. Wie viel Unterschied ist hier? Ja. Man muss mit den Bocks genauso aufpassen wie mit der Value Area. Und wenn eine Kerze so lang gezogen ist wie hier, und hier habe ich meine Value Area High. Und ich warte dann natürlich, bis ich dorthin komme zu meiner Value Area High, weil dort habe ich mein Setup oder sonstiges. Nein, geht, wird nicht funktionieren. Und wenn es funktioniert, was Zufall. Diese etablierte Partie mit dem POC und zufälligerweise vom Vortag der POC auf den gleichen Preis wie der nächste POC. Hier habe ich eine schöne Value, eine schöne Value Area vor dem Ganzen. Und man sieht auch, dass das hier, das kann man machen. Ja? Hier kommen wir von unten rauf, wird komplett abgelehnt und gehen runter. Dann kommen wir nochmal rauf in diesem Bereich. Wird wieder abgelehnt. Und dann geht die Post ab. Bis man dann irgendwann wieder mal Value finden. Und das war dann für den Zeitpunkt hier. Die haben wir wieder Value gefunden. Schöne Value Area. Das ist, das gefällt mir nicht so. Aber das ist relativ schön hier. Und dann ist die Value mitgestiegen. Ja? Das heißt, wir haben hier einen Bereich gemacht, wir haben hier einen Bereich gemacht, wir haben hier ein bisschen Bereich gemacht. Und dann sind die News kommen. Und die News zerfetzen uns alles. Da muss man natürlich auch aufpassen. Jede Analyse, die du an Profilen machst, in Newszeiten ist für nichts. Ja? Die bringt nichts. Gut, ich schaue mir dann noch ein paar Fragen an. Danke für die Blumen. Die Frage lautet, können Sie ein wenig die Thematik um die Imbalance ausführen? Naja gut, wir haben verschiedene Arten von Imbalance. Wenn wir eine Werte-Imbalance haben, muss ich wieder zum Zeichnen anfangen, es tut mir leid. Wenn wir eine Werte-Imbalance haben und mein Zeichenpad funktioniert, dann kann ich auch was machen. Kleinen Moment. So. Sollte nur noch mein Bett funktionieren und dann kann ich was zeichnen.
So, die Begrifflichkeit Imbalance. Was ist Imbalance? Imbalance heißt im Prinzip auf gut Deutsch übersetzt ein Ungleichgewicht. Das heißt, der Markt ist im Gleichgewicht, wenn er das macht. Der Markt ist nicht im Gleichgewicht, wenn er das macht. Und wenn er das macht, dann sind sich die Marktteilnehmer einig, dass wo man Waren günstig ist und dort, wo wir hingehen, das heißt, die Käufer kommen rein in der Geschichte. Das heißt, wir haben eine Imbalance, was die Value-Zone betrifft. Das heißt, ich zeichne es noch einmal, bin jetzt so der beste Zeichner. Ich mache jetzt einfach ein paar Tagescharts, Kerzen hier von mir aus. So, und eine da unten. Der Markt läuft balanciert, der ist hier in der Value-Zone. Und dann, wenn er da ausbricht, geht er in die Imbalance-Zone, der ist im Ungleichgewicht, bis er wieder mit dem Marktteilnehmer im Prinzip diese Zone oder diesen Preisbereich findet, wo der Markt sich wohlfühlt. Sagen wir es jetzt einmal so. Ja, dann passiert wieder was, Frühjahrszeiten war es so, der Donald Trump hat irgendwo einen Rülpser losgelassen und der Kurs ist wieder nach oben marschiert. Der Elon Musk lässt 10.000, 15.000 Leute aus dem Betrieb verschwinden. Ja, die Analysten wissen und alle wissen, oh, die sparen ein, die machen mehr Umsatz, der Markt geht nach oben. Dann passiert wieder mal ein Zeitl nichts. Dann kommen wieder äußere Einflüsse. Es sind meistens äußere Einflüsse, warum sich der Markt bewegt. Und das ist, der Markt bewegt sich von Balance-Zonen zu Imbalance-Zonen. Und was er extrem gern macht, er geht gern zu vorigen Balance-Zonen zurück, wenn er da schon einmal war. Das macht er natürlich auch gern. Und das ist jetzt das Thema, wenn es um die Value geht, um die Imbalance. Es gibt noch die Footprint-Imbalance. Dort wird aber geschaut, ob aggressive Käufer oder Verkäufer nicht im Balance sind. Das heißt, wenn zum Beispiel die Käufer um 100% oder 200% stärker sind, also eine Footprint-Kerze, ja, hier haben wir die Footprint-Zahlen drinnen, Bid-Ask-Seite, und mit der Footprint-Imbalance wird im Prinzip nur geschaut auf den Preisbereichen, ob gewisse Bereiche gibt, wo eben eine Seite mit einem vordefinierten Prozentsatz, ob die stärker ist als die andere Seite. Das heißt, wir haben im Prinzip im Mikrokosmos gerade eine Imbalance. Ja. Das ist Mikrokosmos und das mit den Profilen im Prinzip auf Tagesbasis, man kann die Profile auf allem anwenden, das ist der Makrokosmos. Da schauen wir eben, wo findet der Markt seine Balance und wo ist er hin unterwegs. Ja. Und das ist der Mikrokosmos. Da sehen wir auch in einer Minutenkerze, wo das Ungleichgewicht im Moment von Käufern und Verkäufern ist. Die Frage ist, wie gewichtet man das? Das ist auch was. Ja? Wie gewichtet man im Balance so, dass sie für einen im Prinzip einen Vorteil, dass du Edge daraus erziehst, dass du einfach mehr davon hast, als wie einfach nur rote und grüne Zahlen. Das ist zum Aufpassen und das ist sehr auch vom Timeframe abhängig. Natürlich, umso kleiner der Timeframe bei diesen Footprint Imbalances ist, umso weniger relevant werden sie. Das ist auch Faktum. Ja. Also wenn ich 10 Sekunden Kerzen habe und ich habe hier irgendwo eine Imbalance, dann pfeift man diese 10 Sekunden Imbalance was, wenn es irgendwo in einen Volumenbereich von einer 4-Stunden Kerze kommt zum Beispiel. Ja. Es kommt auch immer auf die Größen drauf an, wie man das Ganze angeht. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich für euch. Muss definitiv zeichnen üben. So. Gibt es noch Fragen zum Thema? Der Jörg fragt, welche Schlussfolgerungen sich aus der Ansicht ziehen kann. Jetzt weiß ich nicht, welche Ansicht das er meint, weil ich habe hier einen Haufen Text. Also die Schlussfolgerung von dem ganzen Webinar, ohne dass es noch zu Ende ist, ist diese, dass ihr schauen solltet, wenn ihr mit Profilen arbeitet, wo hat der Markt im Moment seine Wertigkeit, Value, wo war die Value davor und wo bewegen wir uns hin? Wenn wir das jetzt ganz stupide runterbrechen und sagen, wir haben hier Value-Zonen, die haben wir schon gehabt
und wir handeln jetzt hier zwischendrin und wir sind gerade im Aufwärtstrend, dann haben wir natürlich eine Wahrscheinlichkeit, die höher ist, dass wir wieder in diesen Value-Bereich reinkommen. Ja? Oder hier davor halt abtanken. Und wenn wir das nicht schaffen und er dreht ab, dann haben wir eine Wahrscheinlichkeit, dass wir in den vorigen Value-Bereich reinkommen. Anderes Beispiel. Wir machen neue Hochs. Dann haben wir ein Problem. Wir machen jetzt am S&P 500 neue Hochs. Wir sind jetzt am Hoch. Und das Ding bricht nach oben aus. Bei neuen Hochs habe ich keinen vorigen Wertebereich. Gibt's nicht. Da hat es nie irgendwo ein Profil oben gegeben mit irgendeiner Value Area, einem Bock oder sonst irgendwas. Was mache ich in dem Fall? Auf der Oberseite. Gar nichts, weil du hast kein Ziel. Du hast kein Ziel. Du kannst das charttechnisch machen, dass du sagst, den letzten Hoch, den Break machst nach oben mit Retest. Aber die schönere Variante ist, ich muss das wieder leer machen, oder? Weil ich eben nicht der gute Zeichner bin. Die schönere Variante ist, wir machen jetzt neue Hochs. Und wir haben aber im herunteren Bereich Value, Wertebereiche. Der Markt macht immer Value und Wertebereiche. Was macht man dann? Dann haben wir doch, wenn wir im Aufwärtstrend sind, neue Hochs machen. Nach oben haben wir natürlich nichts, wenn wir nichts haben. Ja? Dann kann man ja natürlich schauen, dass man auf diesen Wertebereich spekuliert, der zuvor gebildet wurde, und dann in den Trend einsteigt. Zusätzlich zu euren Strategien, zusätzlich zur Technik, zusätzlich zu etwaigen Indikatoren, die es gibt. Also diese Value-Bereiche, sei es jetzt Oldschool mit Value Area und Bock oder eben mit einer Rechnung von Indikatoren, die was euch im Prinzip so wie hier rausrechnen, wo wirklich überdurchschnittlich viel Volumen gehandelt wird. Egal, aber es kann von Vorteil sein. Und wenn ihr wisst, ihr habt eine Strategie am Laufen, ja, und man ist unter Umständen long eingestellt auch noch und der Markt kommt in diesen Bereich zurück, dann sollten zumindest die Alarmglocken läuten und man kann reinschauen in seine Tools, in seine Strategien, in seine Vorgangsweise, ob sich das eben mit dem Value-Bereich hier deckt. Und dann hat man je nach Strategie eben seine Stops. Ja. Ich kenne Leute, die handeln nur so. Ja. Ich bin da zwar nicht der Fan davon, aber der handelt nur so. Der springt hier im Prinzip dann rein, setzt einen Stopp im unteren Bereich, that's it. Also es gibt kein richtig und falsch. Wenn was funktioniert, funktioniert es. Und in den meisten Fällen liegt das Problem eher nicht am Wissen, an der Technik oder an der Software oder am Broker. Das muss man so ehrlich sagen, wie es ist. Es ist in den meisten Fällen die Person, die vorm Rechner sitzt, ja, die was die Probleme im Prinzip. Das ist ein ganz großes Thema. Es trifft mich selber natürlich auch. Also ein ganz großes Thema, was Trading betrifft, ist eigentlich der eigene Kopf. Ja. Ich schaue mal durch, ob es noch Fragen gibt. Habe ich erledigt. Die Frage, welche Tendenzen für einen weiteren Kursverlauf man ableiten kann. Ich glaube, das habe ich ja jetzt eh mehr oder minder gut aufgezeichnet. Ja, in einem perfekten Universum, nur halt nicht so schön gezeichnet. Es ist die Ableitung, die man hier treffen kann und die Schlussfolgerung, die man treffen kann, ist, dass der Markt gern hat, dass er von Value zu Value geht und alles dazwischen ist Imbalance, Trendbewegung. Und die meiste Zeit bewegt sich der Markt eben nicht im Trend. Ja? Der Markt, der ist halt eine Zeit lang unterwegs und irgendwann einmal, sei es ein äußerer Einfluss oder sonstiges oder ein großer Händler, pusht vielleicht einmal einen Fehlausbruch und dann geht es dahin und dann sind wir in der Imbalance-Phase. Und die Imbalance-Phase geht so weit, ja, bis er wieder Balance findet. In manchen Fällen kommt er auch wieder zurück in die Balance-Phase, wenn oben im Prinzip Käufer dann ausbleiben, dass der Kursverlauf weiter nach oben läuft. Ja. Also mein Ziel war es im Prinzip für das Webinar, den Vergleich, den habe ich gut gefunden vom täglichen Leben. Ja. Weil man da ganz genau weiß, wann was in Balance und nicht in Balance ist, sei es der Spritpreis oder
die Packung Milch oder sonstiges. Man hat, weil man das ja täglich sieht, im Kopf, boah, das ist halt aber schon schön teuer. Man weiß ja das. Und das Gleiche ist im Prinzip hier auch. Man versucht mit den Volumenprofilen herauszufinden, ist das teuer? War es gerade teuer? Wird es jetzt billiger? Wird es jetzt teurer? Das ist im Prinzip das, was ich da mitgeben kann mit der ganzen Geschichte, was das betrifft. Und das ist natürlich auch, wenn man das lang macht, wird man natürlich auch besser dabei. Ja. Also wenn ich meine kleine Tochter jetzt da in den Biller stelle und frage, ob die Milch jetzt teuer ist, wird sie das nicht wissen. Ja. Wir wissen ganz genau, okay, wenn die Milch 3 € kostet, dann ist sie doch ein wenig teuer. Ne? Dann geht man dorthin, wo sie günstiger ist. Zum Thema. Und nichts anderes ist der Finanzmarkt, außer dass der Finanzmarkt halt ein kompletter Wahnsinn ist. Ja? Ein kompletter Wahnsinn. Die Value ändert sich ständig. Man muss eben schauen, wo war es teuer, wo ist es billig und wo geht's hin. Gut. Der Norbert fragt, wie man das im Daytrading anwenden kann, zum Beispiel im 5-Minuten-Chart oder mit 5-Minuten-Kerzen. Also die Analyse vom Kontext und von der Value kann man im Prinzip im 5-Minuten-Chart so nicht anwenden. Das sind dann ganz andere Dinge, die man schaut. Wir können uns gerne mal einen 5-Minuten-Chart aufmachen und wir machen das gleich mit dem S&P 500. Wir haben hier E-Live-Daten. Schauen wir uns das an. 5-Minuten-Chart. Von weit weg schaut es ja alles ganz gleich aus. Und da kommt wieder der Vergleich zum Ziehen, den ich bei der World of Trading beim FX Flat Stand beim Vortrag gebraucht habe. Ich habe im Prinzip auch wieder einen Bildvergleich gemacht. Wenn es ihr eine Umfrage macht für politische Parteien, was zum Beispiel gewählt wird jetzt am Sonntag, das machen sie ja gern da draußen. Was für eine Umfrage ist besser? Die, wo ich 100 Leute befrage oder die, wo ich 5000 Leute befrage? Und natürlich ist eine Umfrage von mehr Marktteilnehmern ausschlaggebender als wie eine Umfrage vom Volumen her, wo wie viel gehandelt wird, von wenig Marktteilnehmern. Weil der 5-Minuten-Chart eben nur ein Teil abbildet davon. Ja, natürlich haben wir hier auch genauso, aber nicht mehr so präzise diese Bereiche, wo im oberen Teil dieser Kerze zum Beispiel viel gehandelt worden ist, der Bock war drinnen und dass hier die Retests reinkommen sind. Natürlich funktioniert das im Kleinen auch. Ja, aber eben nicht so ausschlaggebend wie im Großen. Und man kann vom kleinen Chart keine Ableitungen treffen, was im Großen passiert. Eher umgekehrt. Also das, wie gesagt, alles, was ich hier referiere, ist meine Meinung. Es gibt wie beim Fischen und in der Aquaristik für alles Millionen richtige Wege und Meinungen. Ja, unbedingt aufpassen. Hier wird gefragt, die Einheiten in Bezug von Bitcoin, was die Cluster Search Werte betrifft, die kann ich nicht beantworten, weil ich A mit dem Bitcoin nichts zu tun habe und B ist im Prinzip so einfach probieren. Ja, also die Plattform zeigt einem sofort die Werte, die man eingibt und man kann diese backtesten, beziehungsweise man kann sich diese anschauen und Research machen. Und dann findet man Werte, ja, die funktionieren werden. In manchen Assets, ich sag's dazu, funktioniert es gar nicht. Ja. Der Dieter fragt, ob ich Literatur empfehlen kann. Ja, es gibt einige Bücher, englischsprachige Bücher, schreibt mir eine E-Mail und ich werde da ein paar Links zukommen lassen. Also meiner Meinung nach, die, wo ich selber gelesen habe, die sind englischsprachig. Wegen dem H4-Chart ist die nächste Frage, wie ich die ideale Volumengröße finde. Ich mache das jetzt einfach neu, dass ihr es einmal seht, wie ich das mache bei einem Instrument, das ich nicht kenne. Okay, machen wir es so. Dann seht ihr, wie ich das mache und das ist einfach. Das ist komplett einfach. Ich klone mir schnell diesen Chart,
Was wollt ihr denn für ein Asset haben? Mach mal, sagt es mir irgendeines, mach mal Gold, mach mal Gold, mach mal Gold. So. Jetzt lade ich mir Gold rein, den 4-Stunden-Chart. Und versuche mir das mit dem Cluster Search so einzustellen, damit ich zumindest einmal anfangen kann, zu researchen, ob was funktioniert oder nicht. Kleiner Moment, ich lade mir da noch Historie. So, hier haben wir den Goldchart, einige Tage zurück. Und das ist im Prinzip das, was ihr seht. Ich tue noch schnell die Markttiefe weg, die brauchen wir nicht. Das ist das, was ihr seht, wenn ihr den Goldchart aufmacht. Ohne Indikator, ohne irgendwas. So, und jetzt wollen wir herausfinden, wo sind Extrempunkte im Chart. Ich sehe zum Beispiel schon, wenn ich mit dem ganz normal hinschaue, ohne Indikator, wo könnten diese Zonen sein. Dann schmeißen wir diesen Cluster Search Indikator rein und wir haben das minimale Volumen, wenn wir diesen Chart geklont haben, vom S&P 500 auf 35.000 Kontrakte. Dann stellen wir mal sicherheitshalber auf 1, hoffentlich, wenn er mich lässt hier. So, jetzt ist natürlich alles rot. Ja, also er markiert mir alles. Da haben wir wirklich alles dabei. Haben wir einen Nuller dazu, haben wir noch einen Nuller dazu, noch einen Nuller dazu. Also ab 1000 Kontrakte wird schon lichter, das Ganze. Schauen wir mal, was mit 1500 passiert. Wird auch schon ein bisschen lichter, noch zu wenig. Dann tasten wir uns ran, machen wir 2500. Das ist auch noch viel zu viel rot. Ja, wir wollen Extreme. Wir wollen sehen, wo wird viel gedreht. 3.500, jetzt wird es schon langsam interessant, wenn ich mir das anschaue. Ja, jetzt kriege ich schon langsam Zonen. Ja, und dann kommt das Feintuning. Dann sagen wir, na gut, dann probieren wir es nochmal mit 4, weil das ist mir doch zu viel, was mir hier gezeigt wird, 4 Extreme. Jetzt belassen wir es nochmal bei 4.000. So, jetzt haben wir das bei 4.000 gestellt. Wir sehen im Prinzip ein wenig nach hinten. Und da hört es dann auf. Das heißt, da hinten funktionieren diese 4000 nicht mehr. Das hat mit dem Kontraktwechsel und mit der Zeit zu tun. Hier fängt es an. Und dann schaue ich mir das an. Wie reagiert denn der Markt bei Volumen? Ich kenne Gold gar nicht. Ich handle das nicht. Ja, jetzt muss ich mal anschauen. Dann schaue ich hier rein. Was hat er hier gemacht? Hier hat er genau, in dieser Kerze hat er genau das gemacht, was ich gern sehen möchte. Er geht in die Zone rein und verliert das Interesse. Hier ist überhaupt kein Interesse, dass irgendwer kauft oder verkauft. Aus, vorbei, nix. Was mir hier nicht gefällt im ersten Beispiel ist, dass er zuerst überschießt. Und da müssen wir natürlich auch aufpassen, warum. War um diese Uhrzeit, war um diesen Tag irgendwas, was überschossen hat, muss man zumindest mit reinnehmen, wenn News waren. Ich habe gesagt, wenn News sind, die zerstören im Prinzip alles. Ja. Grundsätzlich, ja, schauen wir uns das einmal an. Dann geht es hier weiter. Überhaupt gar keine Relevanz hat dieser Level. Nichts, gar nichts. Auch nicht wirklich, würde ich sagen. Ist auch nichts drin. Ja. Hier im Prinzip wird der Level auch überschossen. Hier wird er auch überschossen. Was sagt man das jetzt von Anfang an schon? Gold respektiert mir meine Volumenlevel nicht so, wie ich das haben möchte. Für diese Art und Weise, wie wir es hier machen. Ja. Der fährt mir Kopf und der fährt mir überall drüber. Also das ist, ich habe keinen Mehrwert hier. Ja. Der eine Mehrwert ist doch dieser, wenn ich, wo ist das schöne Beispiel? Wenn es nach Plan läuft, und wir haben ein schönes Beispiel, ich nehme das jetzt her und wir ignorieren einfach diese grüne Kerze dazwischen. Das schöne Beispiel hier ist doch, wenn mir die Kerze hier reinfährt und die wird respektiert, die ignorieren wir kurz, dass ich ja zumindest Maximalrisiko setzen kann. Weil wenn ich die Value nach oben verlasse, ja, und vielleicht einen Retest mache, dann gehen wir weiter nach oben. Ja, also das fehlt mir hier am Gold komplett. Hier muss man Research machen und andere Ansätze finden für das. Der lässt sich mit dieser Art und Weise nicht bändigen. Schauen wir mal auf den FDAX. Wie gesagt, ich mache nur S&P 500. Schauen wir mal, was der FDAX macht. Den können wir uns kurz noch anschauen. Da müssen wir natürlich mit der Size runter. Viel dünneres Instrument. Cluster Statistik 4000, fangen wir bei 1 an. 100, da wird es bei 1000 schon Licht. 2000. Beim FDAX, das weiß ich von früher, der neigt dazu zu überschießen.
Ja, weil er halt dünner ist, gleich wieder Nasdaq. Fangen wir beim ersten an. Ich habe jetzt da irgendein Volumenwert genommen, wo ich denke, das wird einigermaßen passen. Das kann man dann feintunen. Machen wir Research. Die zwei zusammengefasst, haben wir vorher gemacht, sieht meiner Meinung nach gut aus. Was macht er hier? Ah, eher weniger. Interessant. Ja, mal sehen zumindest, dass dieser Level einigermaßen respektiert wird. Also, und das meine ich mit Research. Ja. Und natürlich halten diese Level nicht auf ewig. Aber das war natürlich auch ein Knaller. Ja. Kann man sich anschauen. Auf jeden Fall. Also vom Ersteindruck her, wir sind hier auf 4 Stunden Kerzen. Vom Ersteindruck her ist mir dieser Markt mit dieser Variante jetzt weit lieber als wie ein Gold, was wir uns gerade angeschaut haben. Ja. Also hier auch. Wir reden hier von der oberen Kante zur oberen Kante. Wir reden hier von 5, 6 Ticks Stopp. Also das kann man sich anschauen. Wie gesagt, funktioniert nicht jeder Markt. Es sind auch die Einstellungen anders. Was ihr schauen müsst, wenn ihr Märkte habt wie diesen hier, könnt ihr natürlich mit der Scaling-Option diesen Markt kleinrechnen. Was heißt kleinrechnen? Ich habe hier mit Scaling im Prinzip 4 Preise zusammengefasst. Wenn ich das mache, muss ich natürlich im Cluster Search um die 500 einstellen und die Price Range minimieren auf 1. Sorry. Das sollte jetzt gehen. Noch immer zu viel. So. Schauen, ob das Abhilfe schafft. Das ist zum Beispiel auch für Kryptowährungen, die extreme weite Preisbereiche haben, ist gut, wenn man mit Scaling diese im Prinzip zusammenfasst. Ja, dann hat man zwar kleinere Bereiche, aber man sieht hier, es ist interessant. Und es ergeben sich an. Und man findet dann im Prinzip fast für jeden Markt sein Setting, dass man hier ein bisschen mit Volumen arbeiten kann. Das ist auch nett hier übrigens. Ja. Und das ist das, was ich euch mitgeben möchte. Jetzt schauen wir noch schnell die Fragen durch und dann ist eh schon wieder 19:08 Uhr. So. Also ich hoffe, dass die Frage mit der idealen Volumengröße, das ist wirklich zum Probieren. Das ist zum Testen. Es gibt keine fixen Werte, es gibt keine Traumwerte. Ganz schnell, der Christian fragt nach die verschiedenen Darstellungsmodi von Volumenprofil und Marktprofil. Wir sind heute nicht so viel in die Plattform gekommen. Es tut mir leid, aber schauen wir uns das schnell an. Ich habe hier am Daily Chart eben diesen TPO Market Profile Indikator integriert. Den kann man eben umstellen. Was möchte ich sehen? Den Zeitraum, ja, und TPOs. Ich kann mir das auf TPOs stellen. Ich kann mir das Profil und TPOs einblenden lassen. Ich kann mir das Profil über das TPO legen. Ja. Schaut hier nicht wirklich fast gleich. Ich müsste hier noch schnell die Scale zurückschrauben, dass das passt. So. Und auf den M30 gehen für das TPO. Sonst geht das nämlich nicht. So. Was immer. Jetzt immer. Hier liegt im Prinzip das Volumenprofil über dem TPO. Ihr müsst eben aufpassen, das TPO rechnet auf Zeit und das Volumenprofil auf gehandelte Stücke. Ja, es kann gut möglich sein, dass der Bock vom TPO woanders ist wie der Bock vom Volumenprofil. Einfach, weil sich der Kurs hier länger aufgehalten hat, aber nicht mehr gehandelt hat wie im Volumenprofil. Ja, da gibt es eben zwei Schulen. Der eine steht mehr auf das, der andere steht. Und wenn es gibt auch, wie gesagt, die Möglichkeit, dass man das nebeneinander hinstellt und dann sieht man natürlich gleich, was ich meine. Ja. Also wie gesagt, wir haben hier extrem viel Volumen, aber unten hier, wo weniger Volumen ist, hier ist der Bock vom Volumenprofil, vom TPO-Profil. Also da müsst ihr auch aufpassen. Ja. Es gibt quasi eine Art, das 100 Wege, das Volumen darzustellen. Da haben wir schon einmal ein Webinar gemacht. Wenn es gewünscht ist, können wir das gern wiederholen. Ich gehe jetzt nur schnell durch alle Fragen noch.
weil sonst ist wer böse auf mich. Gemacht, haben wir gemacht. Über welchen Mindestzeitraum definierst du den Haupt-Value-Bereich? Also ich habe hier im Prinzip am S&P 500 4-Stunden-Kerzen, wo ich mir kleine Values raussuche und diese kombiniere ich dann meistens mit anderen Kerzen, wenn sie nebeneinander sind. Und ich sage mal, Rückschau halten durch maximal 2 bis 3 Wochen. Insgesamt. Ja. Und natürlich, die Vortagesgeschichte hat am meisten Wert für mich. Ja. Das laufende Profil des Tages hat im Prinzip für mich am wenigsten Wert. Was interessant ist am laufenden Tag natürlich, wenn du in einem, angenommen jetzt ein Beispiel, du bist am letzten Tag irgendwo im Value-Bereich Long oder Short gegangen, du bist jetzt noch immer im Trade drinnen und der macht jetzt aber Value, dann ist es manchmal ein guter Zeitpunkt, dass man diesen Trade verlässt. Ja. So. Diese Frage verstehe ich nicht. Ein Vergleich von historisch akkumulierten Volumen zu dem auf den Kerzen wäre sehr fein. Gerne per E-Mail kann ich jetzt nicht beantworten, weil ich die Frage nicht ganz verstehe. Ob der FDAX besser als der Eurostoxx ist, ich würde, wenn er funktioniert, eher zum Eurostoxx raten, weil ich immer noch der Meinung bin, dass eben viele Marktteilnehmer viel Volumen mehr aussagen als wie ein dünner Markt, der was nur wenig Volumen dreht und wo eine Person auch eine Value Area im Prinzip erstellen kann, wenn er das wollte. Ja, also Volumen ist immer gut, mit viel Volumen zu handeln, wenn man das Ganze anschaut. Ich habe das Ganze auch am SPY probiert, weil man gedacht hat, na gut, der SPY, der korreliert mit dem S&P 500, ist noch weit größer und weit dicker. Funktioniert nicht so. Funktioniert nicht so. Und ich weiß nicht warum. Ja. Gut. Die E-Mail-Adresse wird noch gewünscht. Das ist im Prinzip de.support. @atas.net. Da kommt ihr zu mir und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gern mal durch. Ich hoffe, das war halt nicht zu steil für euch und ihr nehmt was mit davon. Also ich wäre dann fertig. Alright, sehr gut. Dann sind ja auch kaum Fragen, irgendwas offen geblieben. Wenn was offen geblieben sein sollte, dann ruhig. Michael hat gerade die E-Mail-Adresse durchgegeben. Ruhig anschreiben. Ja, der ist da auch recht fix, was die Beantwortung angeht. In der Regel. Ne? Aufzeichnung wird so schnell es geht hochgeladen. Wenn nicht morgen, dann übermorgen. Dann können Sie sich alles nochmal im Detail anschauen. Von daher würde ich sagen, vielen Dank, Michael. War das letzte Webinar zusammen in diesem Jahr. Ich freue mich aufs nächste Jahr, auf neue Webinare zusammen rund um Atas. Und von daher will Werden wir ich machen. Ihnen, ja, genau, so sieht's aus. Ja, Von so daher sieht's aus. Schönen Abend, ich wünsche was. Pfiat euch. dir auch so. An alle Teilnehmer, bleiben Sie gesund, passen Sie auf Ihre Positionen auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.